Hallo ihr Lieben, ich bin's, Andrea aus der Basteloase. Ich grüße euch. Ja, ich mache jetzt nochmal ein Kanban-Haul. Ich habe dann nämlich 3 Sets bestellt und die zeige ich euch kurz mal. Also hier war dann die Gebrauchsanleitung dabei und dann kommt hier das erste Set. Da waren dann auch schon vorgeschnittene Schaukelkarten bei, die passenden Umschläge dazu und ich fand die Motive ganz toll. Also da werde ich mir auch noch ein bisschen was anderes mit einfallen lassen. Da muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht auch noch beleuchtete Bilderrahmen mitmache. Ich muss mal gucken, wie ich zeitlich das schaffe. Also es sind immer 2 Bögen, die gleichen sind. Und ich fand das total schön. Und hier werde ich mal ausprobieren, die sind ja jetzt so weiß, ob ich das mit Embossing machen kann. Also ich habe nämlich, meinte ich, noch einen Embossing-Stift, da muss ich mal schauen, wo ich das so dann mit dem Stift mache, dann mit klaren Embossing-Pulver und dann embossen mit dem Föhn. Das werde ich wohl mal ausprobieren. Ich werde auch ausprobieren, diese Härsche mit Stifte auszumalen. Also da habe ich so ein bisschen was vor. Ich weiß gar nicht, ob ich das dieses Jahr noch schaffe für die Winterkarten oder ob das auf nächstes Jahr verschoben wird. Aber das macht ja auch nichts. Wird ja nicht schlecht. So, das sind denn diese ganzen Motive und ich finde die sehr, sehr edel. Sehen in Natura auch noch richtig klasse aus. Dann war da so ein Haufen Einlegepapiere bei, wo ich denke, dass ich vielleicht noch ein Album machen werde, wo ich die gut gebrauchen kann. So, und dann ist natürlich noch das ganze Papier dabei und das fand ich sehr, sehr schön, die ganzen Papiere. Und hammermäßig fand ich das. Da muss ich gucken, was ich damit anstellen. Also das werde ich nicht so einfach zerschneiden und auf Karten packen. Da muss ich mir irgendwas echt Tolles einfallen lassen, weil das sieht so, so klasse aus. Ja, ich glaube, ich habe da schon eine Idee. So, dann kommt nochmal solches Papier. Wie ihr hört, bin ich immer noch erkältet. Die Erkältung ist wirklich total hartnäckig. So, und dann sind diese Bögen nochmal da drin. Also, die sind immer 2-mal da drin, die Bögen. Das war dieses ganze Set. Oh, 3-mal sogar. Wow, oh, ich freue mich. Ich habe das noch gar nicht ganz durchgeguckt gehabt. Das ist ja richtig klasse. So, das war das eine Papierset. Und das habe ich jetzt von QVC, von Maria Gato hat das vorgestellt. Und ich muss sagen, die stellt das ja, die macht ja immer ganz tolle Sachen, wenn sie das vorstellt. Das wollte ich sagen. Ja, es ist immer, wenn ich gleichzeitig so überlege, was nämlich jetzt als nächstes und spreche, das ist immer so eine Kombination, die geht eigentlich gar nicht. So, dann habe ich mir das Grundset mitgenommen und das fand ich richtig toll. Da sind, ist das dann schon alles so vorgefalzt, so dass ich das nur noch einmal falzen brauche. Und dann kann, also einmal zusammenkleben, falzen, zusammenkleben und dann kann ich da die Karte mitmachen. Das fand ich total schön. Da sind dann immer 12 Stück drinne. Und dann kann man ja eine behalten und dann die Maße aufschreiben und dann gucken, dass man die dann auf anderes Papier überträgt. Das habe ich dann auch nochmal vor. Hier sind nochmal ein ganzer Schwung von diesen Karten. Und hier, und das fand ich auch gut, das sind dann auch nochmal 12 Bögen für Rahmen. Da sind dann die Rahmen, braucht man nur so rausbrechen. Und das habe ich schon mal einmal hier so gemacht. Dann zusammensetzen. Und dann so rum, genau. Dann so rum zusammenkleben. Und das finde ich richtig, richtig schön. Also da
Das werde ich auch ein, werde ich mir auch bewahren als Schablone, weil ich das total gut fand. Das war dieses Basisset, was ich noch mitgenommen habe. Und dann habe ich noch einmal, das war richtig günstig, ich glaube irgendwie 12 Euro. Da sind dann insgesamt 12 A4 Bögen mit Ausstanzung drin. Und mir haben diese Motive so gut gefallen. Und damit werde ich auch schöne Sachen anstellen. Und gerade so Kinderkarten kann man damit gut machen. Also das ist wirklich so süß. Die sind immer jeweils zweimal da. Könnte ich mir auch gut vorstellen, so einen Anhänger draus zu machen. Och, da habe ich auch schon wieder Ideen. Und ja, ich fand es einfach so herzig, diese Motive. Wie gesagt, die sind immer zweimal. Auch hier dieses Motiv hier, wo der Hund da liest mit dem Kind zusammen. Der Hund hat sogar eine Brille auf. Einfach so niedlich. Auch das hier, sie mit den Zöpfen, ist einfach herzallerliebst. Oder sie hier mit dieser stehenden Gans. Ja, das Set hat mir das richtig, richtig angetan. Und so Topper kann man immer gut gebrauchen. Auch wenn es mal schnell gehen soll, ist das immer eine tolle Sache, mal ratzfatz eine Karte zu machen, ohne großen Aufwand, die trotzdem sehr edel aussieht. Und auch hier, das fand ich ganz toll. Auch für ein Babyalbum als Topper obendrauf. Auch diese Katze ist total süß. Und hier noch denn das Häschen. Und hier unten nochmal diese Katze, die da auf die Blume schaut. Also ganz, ganz herzig. Ja, das war mein Kanban-Einkauf. Da muss ich gleich gucken, dass ich das hier irgendwie unterkriege. Genau. Das wird erstmal zur Seite gepackt. Ich werde jetzt nochmal andere Projekte vorziehen. Also ich werde jetzt ganz viel auch für den Markt noch arbeiten, der ja am 21. den Sonntag im November ist. Da machen wir aber auch nochmal ein Video für euch, weil ja einige uns schon angeschrieben haben, die gesagt haben, sie wollen kommen. Oh, das freut uns total, euch einfach mal auch persönlich kennenzulernen. Das ist so, so schön. Also ganz, ganz lieben Dank an alle, die kommen wollen. Ich hoffe, dass das alles klappt auch mit dem Markt, dass da nicht jetzt irgendwas noch zwischenkommt. Ja, genau. Und ihr hattet mir ja so liebe Kommentare geschrieben zu meinem Action Haul auch. Und da werde ich jetzt gleich als erstes so einen Kalender bebasteln, wo ich euch ganz sogar mitnehme. Also, ich sag einfach bis gleich. Ganz liebe Grüße, Andrea aus der Basteloase.